Oder so ähnlich. Ich kann das nicht gut. Kommt zurück bei Jedi Fallen Order. Wir sind auf Datomir und haben die Schwestern der Nacht kennengelernt. Und jetzt haben wir den Asphalt kennengelernt. Warte, ich will mal um einen anderen Weg gehen kann. Das muss doch irgendwie gehen. Da drüben, ne? Hier irgendwie hoch. Sieht nach einer Rutschpartie aus. Aber man kann sich hier nicht festhalten. Ja, na gut. Merkwürdig. Irgendwie hatte ich das Gefühl, dass ich beim letzten Mal, als ich da lang geklettert bin, viel höher zu früh gesprungen. Ja. Ich bin gespannt, was man so für Planeten noch so sieht, weil das ist jetzt quasi so der zweite Ruinenplanet, weißt du? Ob noch was dabei ist mit viel Zivilisation. Ja, fände ich ganz cool. Dass es nicht nur dieses alte Jedi-Tempel durchstöbern ist. Muss man gestehen, das fand ich immer bei den, so auch bei Jedi Knight oder so, die Level, wo das Zeug kam, fand ich immer am blödesten. Also im Vergleich ja, zu einem richtigen, eine Basis Maßen, oder so. In Maßen ist das ganz lustig, aber so auf Dauer. Dauer, nö. Die besten Level waren immer irgendwie so an Bord vom Sternzerstörer oder sowas. Ja, aber ich weiß nicht, ob das Spiel, was das so hergibt. Kann ich auch nicht sagen. Gut, andererseits kann ja so ein Sternzerstörer auch quasi systematisch das Kletterrätsel machen, ne? Ja. Ich ja auch. Jetzt. Karambolage, besiege einen Gegner, bla 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 bla. Wo hätten wir denn uns jetzt hochseilen können? Weil du hast ja jetzt das Seil gar nicht benutzt. Wären das gewesen? Ach, hier unten. Ach so, man hätte da gleich hochgekommen. Ja, okay. Ja, aber auf dem Weg dahin wieder schönes halbe Leben verduddelt. Ja, aber du hast noch jede Menge Gesundheit. Hierher! So kein Slate los, der da irgendwie alle zwei Sekunden anfängt, das Spiel zu spielen. Ihr seht das wahrscheinlich gar nicht, wenn wir dauernd so eine Einblendung, das Clape und der Liebe... Doch, das sehen die auch. Ich glaube nicht. Wo doch. Bleibt dein das Können? Nimmt doch der, mein Rechner nimmt doch keine Mischung auf. Du bist ein blöder Rechner. Versuch's also mal, Jedi! Hat er mal versucht, einen hier runter zu schubsen? Ich bin hinter ihm her. Es ist nichts. Wenn ihr Krabbler seht. Guck mal, die haben dann so ein. Die reagieren auf den Machtschub. Sind davon nicht völlig überrascht oder überfordert. Hilfe! Hilfe! Wieso können die denn mit so einem blöden Stecken eigentlich ein Lichtschwert blocken? Was sind wir denn hier? Du kannst nicht gewinnen. Aber die Synchro-Stimme kennt man aber auch, oder? Von den Typen da. Die sehen so ein bisschen aus mit den Hörnern wie hier die von Darth Maul. Wie heißen die? Ja, ich weiß nicht, wie die Rasse heißt. Zabra kann es sein. Ach, schau mal, das sind auch welche, oder? Geschickt und flink, eine starke Verteidigung und die aufmerksame Nutzung von Angriffsmöglichkeiten sind ratsam. Weiche ihrem nicht blockbaren Überkopfangriff aus. Brüder der Nacht sind eine männliche Krieger-Unterspezies, der auf Datumir beheimateten Zabrak. Ja. Viele Jahrhunderte lang wurden ihre einfache Gemeinschaft von Schwestern der Nacht regiert. Hexen, die über ihren Planeten herrschten, während der Klonkriege aber dezimiert wurden. Die terrorisierten... Ja, kann man nicht gut lesen. Ach, das geht so, okay. Die territorialen und Fremden gegenüber extrem feindseligen Kämpfer in ihren Reihen sind außerordentlich akrobatisch, wendig und in einer Vielzahl von Kampftechniken bewandert. Ist denn Darth Maul der Sith, der sie, oder ist es dann Darth Sidious, der Sith, der sie verarscht hat und Darth Maul hier ausgebildet wird oder so? Das kann sein. Aber es kann auch irgendwas völlig anderes sein. Hätte ich jetzt auch nichts dagegen. Darth Maul kennen. Aber gehen wir noch ganz kurz zurück. Dann machen wir. Wieso? Ah, ne. Sah nur so aus. Ja. Seriös.
Der Darth Maul lebt ja hier noch, ne? In dem Universum. In dem Kanon. Nein. Diese Tür bewegt sich nicht. Doch dann irgendwie in Rebels oder in einer von diesen Serien oder in Clone Wars Animationsszene ist er wieder zurückgekommen. Ja, dann. Aber es ist auch nur, wenn das Spiel will, dass es hell wird, dass es hell wird, ne? Oh, Rebels hatte ich leider nur die erste Folge geschaut gehabt. Ich mochte diesen Artstyle von dem Ding ganz gern. Aber das haben sie auch ganz schnell wieder abgesetzt. Irgendwie nur 2 Staffeln gekriegt. Ja. Dafür hat Clone Wars nochmal eine Staffel gekriegt. Wer kriegt jetzt nochmal? Was ist hier noch? Gruppen verlangsamen. Ist doch ganz praktisch. Was ist das andere? Maximale Machterhöhen, das ist aber ja auch echt gut. Hier noch. Und hast du ja noch. Ach, das ist ja geil. Immer das, wenn ist ja, das ist ja so geil in dem neuen Trailer zu, oder in dem letzten Trailer zu Episode 9 jetzt, wo X hier durch den Wald läuft. Vergesst ihren Namen immer, warum vergesst ihr Ray, ihren Namen immer. Du kannst sie auch gerne Bettina nennen, wenn du oh, möchtest. Oh, das find ich auch eigentlich ganz nett. Ja. Wo sie durch diesen, ganz am Anfang durch den Wald läuft und im Vorbeigehen diesen einen Laserschuss abwehrt. Weißt du? Ja. Das sieht so cool aus, so dieses Zuck. So eine geile Sequenz. Wieso haben die denn jetzt auch noch so Schusswaffen? Das ist doch alles scheiße. Und jetzt haben sie auch noch so einen Giftstab. Ich hab dich! Oh Mann, die Nerven. Was ist das denn? Halt, was macht er denn? Erstmal ein Päuschen. Das geht? Ja, na schön. Huch, da haben wir ganz vergessen, wie Krieg war. Das ist erstmal wie das Telefon im Prototype. Er zittert vor Angst. So verrückt, wenn man überlegt, das haben wir auch gespielt. Erledig diesen Eindringling. Wie lange ist das her? Brüder! Dafür ist er ganz gut. Ja. Dieser schwere Angriff. Ja. Kann es sein, dass er, wenn er gut gekämpft hat, dass er dann den cooleren Whirl macht beim Wiedereinklappen, als wenn er auf die Fresse gekriegt hat? Hm, weiß ich nicht. Das ist ein Bild. Das würde ja heißen, dass sie eitel sind. Das helfen sie doch. Alles okay bei dir? Nein, das ist schade. Freut mich. Man kann mit ihm reden? BD1. Geht's gut, BD1? Wie geht's dir, BD1? Gut. Freut mich. Und von der anderen Seite, oder? Sie ist verriegelt. Alter! Wow. Also, jetzt sind wir ja wirklich schon im ganz tiefen Dark Souls-Territorium, weißt du? Dieses. Wieso kann ich. Mache ich das irgendwie falsch? Wieso block ich das nicht richtig? Hals zu kurz wahrscheinlich. Feiger Jedi! Jetzt nur. Muss es gedrückt halten. Wo bleibt dein Können? Wir sehen in den YouTube-Kommentaren oder was? Wie wird das Spiel jetzt schon gleich mit Service? Okay. Hatte ich schon gescannt, ne? Ja. Zabrak. Hier war noch. Das ist Zabrak. Wie viele Nidex hast du schon erlebt? Haut ihm voll die Ausdauer dann weg. Wo es ein bisschen komisch ist, die kriegen dann schlagartig nach so einem schweren Treffer ihre Ausdauer komplett wieder zurück, statt dass sie sich wieder auflädt. Ah. Was haben wir gesagt? Wenn wir sprinten, macht er das automatisch. Ja, das ist alles. Ein Gegner! Ah! Was ist das denn jetzt? No! Was ist das für ein Gefühl?
Was denn? Was haben wir denn? Bin ich getroffen zu werden? Ach stimmt, ich habe diesen Ansturmsprung auch noch nicht gemacht. Das ist ein bisschen ungalant aus. Hat doch keiner gesehen. Obwohl der Pilot, der Captain, der sieht ja die ganze Zeit uns zu beobachten. Danke, BD1. Wahrscheinlich haben die einfach in dem Roboter so eine Übertragungsgeschichte. Ja. Brüder der Nacht, Bogenschütze. Weiche nicht blockbaren, aufgeladenen Projektilen von Energiebogen aus. Wäre normale Schüsse des Energiebogens ab und wirf sie zurück. Die Brüder der Nacht bilden als Gesellschaft männliche. Das ist das Gleiche, was da unten schon stand. Oh, okay. Was ist es? Das ist aber Normandy-mäßig. Bin ich aber schon. Weiß nicht, ich bin ja so ein Fan von so matten Farben. Dann lassen wir es matt. Wenn da irgendwann Normandy-Farbe ist, dann machen wir das aber. Au! Brauchen Stim! Gucken wir erst, ob da hinten noch was ist. Ich könnte jetzt irgendwann mal endlich mal Mass Effect 3 spielen. Das ist immer noch nicht gespielt, ja, for fuck's sake. Solange nicht ein neues Mass Effect auf dem Weg ist, was die Hoffnung. Also, dass da was kommt, dann ich will mir das nicht kaputt machen, weißt du? So dieses. Dann ist es weg. Und du weißt doch, wie kurz meine. Wo sie noch spielen Liste ist. Ja. Ich glaube, was mich ein bisschen davor abhält, ist. Ich kann ja nicht Mass Effect 3 jetzt spielen, ohne nicht nochmal. 1 und 2. Komplett du weißt ja gar nicht, worum es da geht in diesen verrückten Spielen. Ich habe jetzt, wollte endlich halt Batman Arkham Knight mal spielen. Ich habe halt alle drei Spiele vorher nochmal gespielt, komplett. Idiot! Geil ist jetzt, habe ich in Arkham angefangen und so 20% gespielt und weggelegt. So dieses, irgendwie habe ich jetzt genug Batman gesehen. Komisch! Also da durchspringen durch das Loch? Wer haut hier rum? Ach, der da unten. Guck mal, der ist. Fuck, warte mal. Wie kann ich dem jetzt auflauern? Hier durch? Nee. Den unten hat's umgeschmissen. Oh Mann, jetzt hasst er mich bestimmt. Das ist aber ein anderer Raum, ne? Also. Da geht's ja weiter. Runter. Wo bist du, Fremder? Dieser ganze Planet optional ist? Ach, schade, ein Gegner! Fast, Oh, Spideys. Versuch's mal! Nicht Gemütlichkeit. Stimmt! Oh, den hast du mal. Wieso arbeiten die denn mit denen zusammen oder war das so Zufall? Die spinnen mit den Viechern? Das ja. Könnte Zufall gewesen sein. Oder die sind halt, die kennen sich halt hier auf dem Planeten. Man begegnet sich halt auf dem Weg zur Arbeit. Hey! Was ist es? Ja, Magus. Geil, neuer Lichtschwertschalter. Aber es ist schon ganz cool, dass die quasi auch nach Sets sortiert sind, dass man sich das auch so zusammenbauen kann, wie der Designer sich das dachte. Ja. Oder aber man macht das alles auf eigene Form. Ach guck mal, so ein neuer Abkürzungspfeil. Ah ja, und jetzt? Sind wir wieder da. Können wir nochmal kurz heilen. Verteile ich einen Fähigkeitspunkt. Das ist das verbesserte Vorstoß. Benutze die Sprintattacke eigentlich mal? Oft Sprinthieb. Ausweichender Tritt habe ich ja schon. Was ist das? Zögerter Stoß. Ah. Bisschen so Batman Arkham mäßig, ne? So ein bisschen, ein bisschen Rhythmus. Cool. Oh la la. Sieht ja cool aus. Möchte das kurz mal ausprobieren.
man lassen. So. Was? X? Nee, also. X. Ah ja. Da musst du die Klinge so nach hinten zeigen und ja, dann nochmal. Cool. Eine Bedrohung von unten. Schlagt richtig zu, Brüder. Schieß doch. Eine Bedrohung von unten. Quasi so fühlt sich die FTP die ganze Zeit. Den anderen Schützen ausschalten. Oh, da war's schon, ne? Das war's schon. Aber einer ist noch. Sich nieder. Da legst du nieder. Ich wollte gerade sagen, das ist mir zu wehr. Wir haben ein Problem gehabt. So. Ein Tor ganz unten hatten wir immer noch nicht offen. Hier waren wir doch noch nicht. Oh, wer steht denn da? Oh, das ist der. Das ist ja der Verkäufer aus Resi 4. Oh, ein Weggefährte. Stranger! Du hast wohl schon die Schwester der Nacht getroffen. Und dennoch bist du am Leben. Ein Lichtschwert. Nein, nein, nicht verstecken. Jetzt verstehe ich, wie du überlebt hast. Wer bist du? Nein, bitte hab keine Angst vor mir. Ich bin nur ein Reisender. Ich studiere die Natur der vergangenen Kulturen und toten Philosophen. Aber auch die Schwestern der Nacht? Oh. Ich studiere vieles. Die Schwester der Nacht, ja. Auch sie. Oh. Sie war noch ein Kind, als der Krieg uns heimsuchte. Sie musste mit ansehen, wie ihre Familie stirbt. Was wisst ihr über diese Ruine? Ach, die, ja. Unsagbar alt, das ist sie. Die Schwester der Nacht und ihre Sippschaft. Sie wurden verführt von der Kraft, die darin schlummert. Nein, meide sie. Ansonsten widerfährt das auch dir. Woher wisst ihr so viel über die Schwester der Nacht? Beobachtung. Ich habe viel gesehen, seit ich hier bin. Was soll das bedeuten? Muss es etwas bedeuten? Cool. Viele große Geister haben sich verloren auf der Suche nach Ordnung. Ich muss mal los. Wie geil ist denn das eingesprochen? Was soll das bedeuten? Wie lange seid ihr schon hier? Lang genug. Diese Welt gewährte mir Zuflucht, als ich sie brauchte. Unterkunft, als ich schwach war. Erleuchtung, als ich mich in der Dunkelheit verloren hatte. Aha. Nicht stürzen. Du weißt nie, was du in den Tiefen von Datum hier findest. Wollt ihr prophylaktisch umbringen? Was, der das hat doch geht niemals, uns. Das hat doch niemals ein gutes Ende. Dem. Ja, so hoch komme ich nicht. Ja, weit. Ja. So. Was? Aha. Es schwebt sogar noch im Boden. Was hat er jetzt gemacht? Hä? Das macht er mal einfach so im Vorbeigehen in der Höhle. Hä? Das Doppelklingen-Lichtschwert ist in puncto Massenkontrolle überragend. Setze Machtangriffe ein, um größere Gruppen zu überwältigen und zu besiegen.
Blocke nach erfolgreicher Abwehr eines Blasterbolzens weiter, um weitere Bolzen auf deinen Gegner zurückzuwerfen. Aber eigentlich passt das ja auch voll, dass man das auf dem Planeten kriegt, weil ja der Dings auch von hier kam. Der, wie heißt er? Beim Doppelschwert. Ja, hier. Maul. Ah, okay, also linker Digipad links ist eine Klinge, Digipad rechts ist zwei. Okay, ja, ich meine, das erklärt natürlich auch, warum der Griff immer so abgerissen war, aber es ist irgendwie so, was das war, er hat ja nie mal gesagt, er muss da hin, um sein Schwert zu reparieren oder das ist irgendwie eine wichtige Sache, sondern... Alter. Cool. Jetzt wird gestorben, Freunde. Ich hätte mich ehrlich gesagt schon gefragt, weil das ja in Jedi Knight so ein cooles Feature war mit diesen Lichtschwert-Stilen, diesen Kampfstilen. Ja. Ob das in dem Spiel auch irgendwie in irgendeiner Form auftaucht. Guck mal, hier rechts kannst du hochklettern. Ah ja. Ich hab's vorgestern irgendwo gesehen. Ach, eine Erinnerung. Was hier hat jemanden angezogen? Energie aus der Ruine? Jemand kam auf die Ruine zu. Ich fühle die Anziehung einer dunklen alten Energie. Sagst du, das ist Diablo? Ich habe Diablo 3 ja nicht durchgespielt. Ja, Diablo 2. Habe ich auch nicht durchgespielt. Das einzige Diablo, das ich durchspiele, war das erste. Ich mochte Diablo 2 schon nicht mehr. Hier schon? Ja, ne? Seht mal dort! Au! Ich werde dich treffen! Brüder, helft mir! Bei Diablo 2 war es ja dann schon so, dass wenn du die Gebiete wieder betreten hast, dann, dass dann alle Gegner wieder da waren. Das war ja bei Diablo 1 noch anders. Und das fand ich so, als das war ja noch jung, als ich das gespielt habe, fand ich so blöd. Dieses, hey, ich hab doch hier sauber gemacht. Und dann sind die alle wieder da. Heutzutage mag man das ja eigentlich fast. Dass dieses, oh geil, ich kann nochmal gegen ihn kämpfen. Ich hab das Gefühl, mit dem Doppelkling ist das Blocken nicht so gut. Das kann sein. Offensiv. Das ist halt eher so ein Stun, so eine Stun-Waffe, ja, ne? Dass du die Gegner halt so stun-lockst. Deine Schläge sind schwach. Ist halt auch super, um die Ausdauer runterzuschlagen von denen. Hilfe! Von den weißen Balken. Ist dann eigentlich auch so schlage ich das auch. Sally sieht es mit dem Doppelschwert aber nicht ganz so elegant aus, ne? Ein bisschen von dem Übergang. Oh, ouch. Wow. Ja, das stimmt. Das hat mich jetzt alles gekostet, was ich an Stim habe. Ich muss mir nochmal. Da war drüber, ja. Ich glaube, es ist eine gute Gelegenheit, Pause zu machen. Ja, dann. Also, bis dann. Tschüss. Bis zum nächsten Mal.